Also Schachtelheim, wenn man nur gewusst wie, dann ist es doch nicht so schwierig, ihn wegzukriegen. Ja. Aha. Man muss sich ein bisschen Mühe geben und man muss eben auch mal den Boden bearbeiten. Ja. Ganze loslegen. Okay, Edo hat uns die Erlaubnis gegeben, wir können loslegen. Wir sind schon wieder zusammen. Wir waren erst vor einer Woche hier unterwegs in deinem Garten mit dem Gartenrundgang und haben hier an der Ecke unheimlich viel Schachtelhalm entdeckt. Ne? Also ich mag ja Schachtelhalm, der ist ja älter als die Blühpflanzen. Silur, Devon, Carbon, auch in Kohlevorkommen kommt da vor, ist eine urtümliche Pflanze. Aber manche sehen das schon, ich glaube, sehr viele auch als Unkraut. Was ist ein sehr lästiges Unkraut. Was wuchert. Und Edu möchte es gerne weghaben. Wir haben schon überlegt. Und Edu hat jetzt zumindest eine Lösung, zwei Lösungen. Und ich habe noch eine dritte Lösung, weil ich von der Uni auch noch den Wurzelatlas von 1960 gefunden habe. Da steht noch eine dritte Lösung drin, die ich euch dann auch am Ende des Videos noch präsentieren möchte. Edu, du hattest eine Idee oder Lösung, ne? Eine Idee ist, das heißt, meine ursprünglichen Gedanken sind in meiner Kindheit. Wir hatten ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück, einen Siedlungsgarten, praktisch ein regelrechter Kleingarten. Und wie ich dann in die Lehre gekommen bin, da waren bei mir oder bei uns in dem Garten Schachtelhalm. Ziemlich lästig. Ich durfte das nämlich immer wegkrauten. Als Kind oder Jugendlicher? Als Kind, ja. Oh. Das war in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre. Und in der Lehre dann ab 53 habe ich das praktisch aus dem Auge verloren. Bin dann 56 nach der Lehre, habe ich mich in dem Kleingarten selbstständig gemacht und da war kein Ackerschachtelhalm mehr. Ich dachte immer, deine Eltern hatten auch schon eine Gärtnerei. Nein, meine Eltern hatten keine Gärtnerei. Ah, okay, dann erzähl weiter. Ich bin der erste Gärtner. Ah. Erste und auch leider der letzte. Und in deiner Familie? In meiner Familie, ja, natürlich. Nein, also in dem Betrieb. Ja. Ich habe ja noch einen Sohn, der ist auch Gärtnermeister. Ja, und der Enkel nicht. Nein, Enkel und Enkelmädchen auch nicht. Ah, naja. Die sind alle, aber die Mädchen sind noch klein, da könnte noch jemand in die Richtung gehen. Oft überspringt es ja eine Generation. Ja. Schauen wir mal. Aber erzähl weiter mit deinem Betrieb. Und jetzt, wie wir hier drüber gesprochen haben, da fiel mir wieder ein, dass unten, wie ich mich selbstständig gemacht habe, überhaupt kein Schachtelhalm oder so gut wie kein Schachtelhalm mehr vorhanden war und nach einigen Jahren überhaupt nichts mehr war. Hm. Nach meinen Überlegungen jetzt liegt einmal daran, wir haben damals sehr viel Ziegenmist eingearbeitet in den Boden und auch viel gekalkt. Was ist das hier für ein Boden ursprünglich? Ist das Parabraunerde? Das ist sandiger Ton. Also ist sehr tonig. Von der Bodenart, aber Bodentyp im Untergrund müsste es auf der... Kurzer Exkurs. Bodenkunde war im Studium eines meiner Lieblingsfächer. Bodenart und Bodentyp werden da bis zum Dozenten hin immer wieder durcheinander geworfen und verwechselt. Kein Wunder, fängt ja beides mit Boden an. Bodenart ist lediglich die Korngrößenzusammensetzung wie Sand, Lehm oder Ton. Das bestimmt viele physikalische Eigenschaften des Bodens und ist daher ein ganz wichtiger Parameter. Der Bodentyp gibt den Entwicklungszustand eines gesamten Bodenprofils über verschiedene Horizonte bis in die Tiefe an. Quasi eine Mini-Entstehungsgeschichte des Bodens. Für mich als Umweltwissenschaftler ist der Bodentyp daher hochspannend, da man so gleich auch noch Rückschlüsse auf zum Beispiel Staunässe, Elementzusammensetzung oder Tiefgründigkeit des Bodens ziehen kann. Kurz auf den Kartenserver Nibis geschaut, bestätigt sich meine Vermutung, dass es in der Gegend von Edus Paradies eine Parabraunerde ist. Falls ich euch diesen öffentlich verfügbaren Kartenserver mal vorstellen soll, gebt mir dazu gerne eine Rückmeldung. Einen Link dahin für Interessierte setze ich auf jeden Fall schon mal in die Videobeschreibung.
Im Untergrund ist eben tonhaltig. Ja, okay. Hier oben, was du jetzt in der Hand hast, das ist schon durch Kompost total verändert. Ah, hast du schon anthropogen überprägt, ja, durch deine Gärtner-Tätigkeit? Naja, also hier kommt ja jedes Jahr im Herbst auf die Beete eine Schicht Kompost. Mhm. Das wirkt sich natürlich aus nachher. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist der Ackerschachtelhalm jetzt immer mehr geworden. Aber ihr habt dann gekalkt und aufgelockert und Mist eingearbeitet. Habt ihr den pH-Wert bestimmt oder durch Zeigerpflanzen erkannt, dass ihr durch Kalk den pH-Wert ein Stück weit dann anheben wolltet? Durch die Berufsschule, das Wissen über den Boden, dass auch unsere Böden, die hier eigentlich kalkhaltig sind oder ziemlich kalkig sind, pH-Wert um 6 immer haben, aber die meisten Pflanzen wachsen lieber zwischen 6,5 und 7. Mhm, genau. Und ohne, damals in der Lehre, ohne Geräte, Pi mal Daumen, wir müssen alle 2 Jahre kalken. Mhm. Und damals war Brandkalk eben der übliche Kalk, der im Herbst mit eingegraben wurde. Mhm. Viele Nachbarn haben den großen Fehler immer gemacht. Die haben dem Lehrling ja nichts geglaubt. Brandkalk muss man einarbeiten. Wenn man den oben drüber streut, verkrustet der nur. Denn Brandkalk muss sich ja löschen. Und dieser Löschvorgang führt dazu, dass eine richtige Kruste wird. Wenn man den aber einarbeitet, dann wirkt der auch noch. Mhm. Dann geht der Kalk richtig in den Boden über. Heute verwende ich nur noch Kohlensäure in Kalk. Ah ja, ich sehe schon da hinten einen Sack. Weil der Kohlensäure Kalk eben keine Ätzungen bei den Pflanzen ausübt. Brandkalk ist richtig gehend pflanzenfeindlich. Also wenn man quasi das Beet komplett jetzt abräumen will, dann kann man es machen? Ja, wenn man abgeräumt hat, Brandkalk drauf und einarbeiten, ob nun untergraben oder nur auf. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich das mit dem Dreizack eingearbeitet habe. Dreizack habe ich im Moment nicht. Ja, ich habe auch gedacht, du hast hier was stehen, aber das ist ja was anderes. Können wir gleich nur nachholen. Ja. Und kohlensaurer Kalk, steht den Pflanzen sofort zur Verfügung und ätzt nicht. Mhm. Ätzt nicht an den Pflanzen und am Körper auch nicht. Ah. Wenn man Brandkalk ausbringt, sollte man immer Handschuhe anziehen. Denn das ist wirklich eine ätzende Sache. Das reagiert, ne? Ja. Reagiert enorm und man muss möglichst was vor den Augen haben, denn dieser Staub brennt auch in den Augen. Mhm. Im Nachhinein muss ich leider sagen, als Jugendlicher hat mir das niemand gesagt. Und ich habe mich nur immer gewundert, dass die Augen anschließend tränen. Ja. Aber so ist das. Man lernt immer dazu. Ja. Und bei den jetzigen Überlegungen ist mir aufgefallen, ich habe im Gewächshaus Tomaten mehrere Jahre schon. Und auf der Fläche, wo ich die jetzt ausgepflanzt habe, waren vor 2 Jahren eben auch große Ackerschachtelhalmbestände. Hier liegt's. Und im vorletzten Frühjahr, nicht in dem Frühjahr 22, habe ich etwa 300 Gramm kohlensauren Kalk auf der Tomatenfläche eingebracht und dann eingefräst und hatte 22 wenig Schachtelhalm und habe jetzt gucken wir auf 23 habe ich auch wieder Kalk eingebracht für die Tomaten lieben Kalk, für die Früchte ist das sehr wichtig, dass da ziemlich kalkhaltiger Boden ist, also das heißt also pH an 7 rankommt. Und in diesem Jahr haben wir jetzt festgestellt, es ist überhaupt kein Schachtelhalm mehr vorhanden. Ah.
Also muss es an dem Kalk liegen. Das ja, und ich habe recherchiert im Internet und habe auch gesehen, der Schachtelhalm mag pH-Wert zwischen 5 und 6 sehr gerne. Ja. Und sobald wir den pH-Wert über 6 anheben, Richtung 7, dann ist es für den Schachtelhalm schon schwierig bis unmöglich, sich dann weiter zu verbreiten. Er zieht sich dann zurück, ne? Ja. So will ich das in diesem Jahr hier auf diesen Beeten, wo besonders viel Schachtelhalm steht, auch machen. Oh. Und dann zusätzlich noch hat einer in den Kommentaren geschrieben, Schachtelhalm ist auch ein Anzeiger für verdichteten Boden und Staunässe. Ja. Und deshalb, wenn man den Kalk dann einarbeitet, lockert man ja den Boden auf und gleichzeitig macht der Kalk ja auch den Boden ein bisschen krümeliger. Ja, macht. Vor allem Kalk ist sehr, sehr gut, wenn man sehr schweren Boden hat. Denn, also wenn man sehr schweren Boden tonig, hat. Viel Ton. Viel Ton, schwerer Boden, tonhaltiger Boden. Ja. Natürlich. Ja, für ich vergesse das immer. Ja, du, für dich ist das so. Für mich ist das selbstverständlich. Ja. Und wenn man sehr tonigen Boden hat, dann kann man den Boden sehr gut verbessern mit Kalk. Mhm. Und dann sollte man das ruhig im Herbst machen und den Kalk ordentlich einarbeiten. Ja. Und dafür kann man dann eben auch Brandkalk nehmen. Aber man kann auch den anderen Kalk, du hast da einen Sack stehen. Ja. Ist das ein Produkt, was du empfehlen kannst? Das ist Kohlensäurekalk. CaCO3 und den gibt es eben in zwei Varianten. Ja, die Firma ist egal, das ist halt jetzt Nordperlana. Das ist aber gekörnter, den kann man sehr gut ausbringen. Und da braucht man dann auch keine Handschuhe, ne? Nein, bei dem anderen braucht man auch nicht unbedingt Handschuhe, also bei gemahlenen. Ah. Nur diesen hier, der ist heute üblich, überall zu kriegen. Aber der kohlensäure Kalk, der nur gemahlen ist, den kriegt man so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Als kleiner Tipp, man kann dann im Futterhandel Futterkalk nehmen. Ah. Das ist genau dasselbe, ist auch CaCO3 in gemahlener Form. Mhm. Für mich ist die gemahlene Form die gebräuchlichste. Ah, okay. Aber bei den Perlen hat man eventuell noch ein bisschen mehr Langzeitwirkung, wenn die Perlen nicht sofort zerfallen. Die lösen sich aber sehr schnell auch. Okay. Und auch diese Perlen und auch den Kalk sollte man nach dem Streuen ruhig mit dem Dreizack einarbeiten. Ja. Wenn wir einmal dabei sind, so ein Löffel voll sind etwa 30 Gramm. Mhm. Und das ist die Menge, die auf ein Quadratmeter kommt. So wenig? Hattest du nicht eben von 50 oder 150 gesprochen? Ja, man kann auch 50, aber wenn man anfängt, sollte man ruhig bei 30 Gramm bleiben. Aha. Und das lieber jedes Jahr machen. Okay. Wir haben hier ein Stück. Guck mal her. Zwischen diesen beiden Pfosten, das ist 2,50 und das ist etwa 50 breit, das ist etwa ein Quadratmeter. Mhm. Und da streut man das einfach so breitwürfig drauf. So dass weiß bemehlt aussieht, ne? Ja. So, mach mal Pause. Ah, hier hast du immer noch die kaputte Schubkarre. So ein Wolf-Dreizack als Wechselgerät. Die Hacke habe ich da draußen. Die Hacke ist draußen.
Mach mal, ich hol dir die Hacke. Ich hätte das einfach ohne Wechsel gemacht. Das sind die praktischen Wechselgeräte. Ja. Man stellt sich vor, als wenn das jetzt, was weiß ich, für eine Heidenarbeit wäre, einen Boden zu kalken. Aber das ist jetzt, das war es dann schon. Das ist es schon. Und das kann man, wenn man das jetzt macht, kann man das im Frühjahr vorm Beginn der neuen Wachstumsphase nochmal machen. Mhm. Dann hat man auf der Fläche eine sehr gute Kalkung. Im Gewächshaus gucken wir jetzt nochmal. Ja, so etwa sah das vor 2 Jahren da aus, ein bisschen weniger, aber sehr, sehr viel bewachsen. Mhm. Oh. Du hast ja herrliche Tomaten. Und ja, kein Schachtelhalm mehr im Doch, Hintergrund. Da hinten ist noch ein ganz klein bisschen, ne? Da hinten kommt noch ein bisschen was durch wieder, aber der ist sehr kümmerlich und gelb. Mhm. Und dieses Gelbe ist ein Zeichen dafür, dass er sich nicht wohlfühlt. Ja, ist auch oft Eisenmangel oder sowas, ne? Ja. Mensch, nee, also super. Hier habe ich jetzt eben, wie gesagt, 2-mal hintereinander gekalkt. Und der Schachtelhalm ist weg. Hier hat es aber mehr als die 50 Gramm genommen, hast du erzählt. Hier habe ich das erste Mal 30 Gramm und beim zweiten Mal in diesem Frühjahr 50 Gramm. Ja. Also ist etwas mehr als das gewesen. Und in so einem Sack sind 10 Kilo oder? 25 Kilo, 20 oh, oder 25 das Kilo. Das reicht dann ja doch für eine ganze Menge, ne? Da kann man schon eine große Fläche mit düngen. Ja, Mensch, super. Also Schachtelhalm, wenn man nur gewusst wie, dann ist es doch nicht so schwierig, ihn wegzukriegen. Ja, aha, man muss sich ein bisschen Mühe geben und man muss eben auch mal den Boden bearbeiten. Ja, super. Ja, Tomaten kannst du auch filmen. Ja, die sind herrlich. Hast du noch, das wäre aber ein neues Video, Tipps zum erfolgreichen Tomatenanbau. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. So, Edu, gibt es auch Herbizide, die man nehmen kann? Oder was hältst ja, du davon? Ja, es gibt auch Herbizide, die man nehmen kann, aber die Wirkung ist nicht doll. Aha. Dadurch, dass die ihr Wurzelwerk eben so tief im Boden haben, tötet das Herbizidmittel oben nur die grünen Pflanzenteile ab. Stimmt, die Wurzeln bis über einen Meter tief, ne? Ja, und der treibt immer wieder aus. Ja. Ich habe jetzt ein neues Mittel gegen Giersch ausprobiert. Bei Giersch wirkt es sehr gut. Ah. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eben auch bei Ackerschachtelhalm wirken wird. Da steht zwar drauf, sehr gut gegen Ackerschachtelhalm, aber eben nur die grünen Teile. Nur für den Moment, für ein paar Wochen, ne? Für den Moment. Ja. Im Frühjahr nach 14 Tagen treiben die an der Seite wieder hoch. Ja. Genau. Und ich habe noch einen Tipp. Der ist im Gartenbau nicht ganz so einfach. Den habe ich in diesem Buch gelesen, dem Wurzelatlas. Ja. Von 1960, aus Österreich kommt das. Und da wird beschrieben, für landwirtschaftliche Flächen, man könnte sehr gut quasi mit einer Löschfrucht arbeiten, die im Frühjahr sehr schnell austreibt und dann den Boden abdunkelt. Der Schachtelhalm bräuchte Licht. Und wenn es eine andere Kultur gibt, die im Frühjahr schnell Schatten macht, dann hat er auch keine Chance.
Und da ist als Tipp das Landsberger Gemenge mit Zottelwicke, Inkarnatklee und einem Weidelgras als Mischung. Mhm. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, denn das ist bei allen Wurzelunkräutern, wenn man die oben abknipst, dass die oben gar keine grüne Assimilationsfläche bilden, dann sterben die unterirdischen Teile auch ab. Ja, die Wurzel kann ja da nicht versorgt werden. Die kann nicht mehr versorgt werden mit Nährstoffen und stirbt ab. Ja, oder muss immer wieder austreiben. Aber ja. Man könnte quasi auch eine Folie drüber legen. Eine schwarze Teichfolie oder so. Eine schwarze Teichfolie über 2 Jahre, dann ist es garantiert auch weg. Muss die tatsächlich dann 2 Jahre liegen? Reichen nicht ein paar Monate? Nee, ein paar Monate reichen nicht. Schade. Denn diese Wurzelrhizome, die treiben immer wieder aus. Mhm. Und da die ja so tief im Boden sind, kommen die von unten irgendwie immer wieder mit neuen Trieben hoch. Ja, herzlichen Dank für die Tipps, Edu. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lösung 1 gegen den Schachtelhalm ist also das Aufkalken des Bodens über pH-Wert 6. Lösung 2 gegen Schachtelhalm ist das Auflockern des Bodens, was beim Kalkeinarbeiten sowieso passiert. Lösung 3 ist eine Löschfrucht, die dem Ackerschachtelhalm im Frühjahr das Licht raubt. Und falls ihr jetzt noch wissen möchtet, welches Edus Lieblingspflanzen in seinem Prachtgarten sind, könnt ihr euch das in diesem Video ansehen. Viel Spaß damit, euer Dr. Bene.